Hallo Sushi-Liebhaber, heute habe ich mal wieder leckeres Sushi gemacht und zwar aus Tofu. Bevor ihr wegschaltet, es ist kein Widerspruch, Tofu kann auch lecker sein. Ich habe zwar schon oft Tofu gegessen, der war nicht wirklich gut, hat eigentlich nach gar nichts geschmeckt. Ich zeige euch mal, wie das bei mir aussieht und zwar genau so. Dabei solltet ihr auf jeden Fall auf zwei wichtige Punkte achten und was das genau ist, zeige ich euch in dem Video. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die wir heute benötigen. Wie immer gekochter und gewürzter Sushi-Reis nach meinem Standardrezept. Und hier haben wir schon die Hauptzutat, den Tofu. Ich zeige den euch gerne mal aus Nahem. So sieht er aus. Und ihr seht es auch schon an der Konsistenz, der ist ziemlich fest. Bei Tofu, da gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal den festen, so wie hier. Der eignet sich sehr, sehr gut, um ihn anzubraten in der Pfanne. Und genau das haben wir auch damit vor. Dann gibt es noch den weichen Tofu. Der eignet sich für viele andere Sachen, zum Beispiel Suppen. Zum Anbraten eignet sich der allerdings überhaupt nicht. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr mal Tofu kaufen möchtet. Tofu haben sicher viele von euch schon mal gehört oder auch gesehen, vielleicht sogar schon mal gegessen. Aber was ist das eigentlich genau? Im Prinzip ist es eine Art von Käse, die aus Milch gemacht wird und zwar aus Sojamilch. Die ist in Japan und China und noch ein paar anderen asiatischen Ländern sehr beliebt und weit verbreitet. Man kann quasi sagen, das ist so ähnlich wie Käse. Von den Bearbeitungsschritten her ist es ähnlich. Das wird allerdings keine Kuhmilch oder Ziegenmilch oder sowas verwendet von Tieren, sondern wie gesagt die Sojamilch. Der Tofu ist genauso wie Käse sehr proteinreich, hat allerdings deutlich weniger Fette. Also auf jeden Fall eine sehr gesunde Zutat. Den Tofu werden wir dann anbraten in einem kleinen bisschen Sesamöl, dass er schön braun und knusprig wird. Und ganz allgemein hat dieser Tofu und auch alle anderen Tofu-Sorten einen sehr, sehr milden Geschmack. Um da noch ein bisschen mehr Pep reinzubringen, werden wir eine Soße machen. Und dafür haben wir hier vier Zutaten. Das ist einmal ein bisschen Zucker, den werden wir relativ am Ende dazugeben. Dann haben wir eine asiatische Chili-Soße. In meinem Fall ist das hier Sriracha. Dann haben wir noch ein bisschen Mirin und Sojasauce. Ganz zum Schluss wird das alles wie immer in einer Nori-Alge eingewickelt. Den Tofu werde ich jetzt in Streifen schneiden, damit wir den gleich schön anbraten können. Und je feiner ihr die Streifen schneidet, desto mehr Oberfläche haben wir natürlich zum Braten. Ihr könntet es so lassen. Ich werde ihn allerdings noch einmal kleiner schneiden. Dann passt er erstens besser in die Rolle. Und zweitens haben wir eine deutlich größere Oberfläche, wo dann natürlich die Soße schön einziehen kann und wir auch schöne Röstaromen bekommen. Die Pfanne ist schon ein bisschen vorgeheizt und jetzt gebe ich da ein bisschen Sesamöl rein, damit wir den Tofu gleich schön anbraten können. Muss nicht zu viel sein, ich denke ungefähr so, das reicht. Und jetzt werde ich den Tofu da reingeben. Die Pfanne muss nicht ganz heiß sein. Wenn die sich mit der Zeit langsam aufwärmt, ist das auf jeden Fall okay. Und da werden wir jetzt den Tofu ein paar Minuten anbraten, bis er von jeder Seite goldbraun ist. Ihr könnt es erkennen, der Tofu ist schon richtig schön goldbraun angebraten von allen Seiten. Den Herd habe ich gerade eben ausgemacht und jetzt können wir uns um die Soße kümmern, die wir ja noch brauchen. Dafür nehme ich dann zunächst ein bisschen Sojasauce. Passt auf, die Pfanne ist natürlich noch heiß. Circa 3 Teelöffel nehme ich davon. Zwei Teelöffel von dem Mirin. Nehme ich noch ein kleines bisschen Zucker. So ungefähr einen Teelöffel. Und die Schärfe macht ihr einfach so, wie es euch gefällt. Bei mir war das jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, halber bis dritter Teelöffel. So, die Pfanne ist jetzt vom Herd gezogen. Ihr seht, der Zucker karamellisiert hier schon ganz leicht. Auf jeden Fall direkt da abkratzen. Und ihr seht, von der Sojasauce wird alles richtig schön braun. Und ein großer Teil ist jetzt schon im Tofu eingezogen oder verdampft. Das heißt, der Geschmack intensiviert sich sehr stark.
riecht auch schon richtig herrlich hier in der Küche. So sieht der Tofu jetzt aus. Der hat schon gut Soße angenommen. Ein bisschen Soße ist hier noch unten drin. Ich werde den jetzt auf einer kalten Herdplatte stehen lassen. Da kann er noch ein bisschen durchziehen. Und wenn er dann ausgekühlt ist, dann können wir beginnen, damit die Sushis zu machen. Und wenn ihr wissen möchtet, was ich mit der anderen Hälfte von dem Tofu mache, dann empfehle ich euch mein nächstes Sushi-Video. Da werde ich nämlich was ganz Besonderes machen. Der Tofu sieht jetzt so aus, ihr könnt sehen, eine richtig schöne Schicht Soße außen drum. Die ist jetzt auch relativ dickflüssig, dadurch, dass sie noch ein bisschen in der Pfanne war und sich ein bisschen reduzieren konnte. Eine richtig leckere Sache. Und jetzt haben wir ein Blatt der Nori-Alge, das werde ich in zwei teilen. Brauchen nur die eine Hälfte. Ich habe mir jetzt die Hände ein kleines bisschen befeuchtet. Für eine genaue Anleitung, wie man Maki-Sushi macht, verlinke ich euch mein ausführliches Video dazu. Da habe ich mal eine ganz ausführliche Anleitung gemacht. Wir verteilen also den Reis hier möglichst gleichmäßig. Oben lassen wir ungefähr einen Finger breit frei. Ansonsten wird relativ gleichmäßig hier verteilt. Jetzt werde ich mir hier vom Tofu etwas nehmen, ziemlich mittig hinlegen. Jetzt kommt noch ein zweites Stück Tofu dazu. Und ihr könnt es sehen hier auch aus der nahen Ansicht, der ist wirklich sehr, sehr fest. Der ist nicht zu vergleichen mit weichem Tofu. Es reicht allerdings noch nicht ganz, das heißt, ich werde mir hier noch ungefähr ein halbes Stück von dem Tofu nehmen. Jetzt passt es sehr gut. Ich werde den ganz leicht hier andrücken. Hier liegt jetzt die vorbereitete Rolle. Ich greife mit den beiden Daumen hier unten drunter, halte mit den anderen 8 Fingern hier fest. Dann wird einmal vorsichtig umgeschlagen, leicht zurückgezogen, fertig gerollt und noch einmal abschließend ein bisschen festdrücken. Jetzt lasse ich die Rolle auf der Nahtstelle ein bisschen liegen und dann kann sie gleich geschnitten werden. Da liegt sie jetzt, die Rolle. Sie konnte kurz ruhen auf der Nahtstelle. Das Messer ist schon ein bisschen angefeuchtet, wie ich das immer mache. Jetzt werden wir die Rolle zunächst mal in der Hälfte zerteilen und dann daraus insgesamt 6 Stücke schneiden. Mal reinschauen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Hier. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Schon ist das Sushi fertig. So sieht es jetzt aus. Einmal Maki-Rolle mit gebratenem Tofu. Wenn ihr mal Tofu selber zu Hause zubereitet, kann ich euch nur die beiden wichtigen Tipps an die Hand geben, die ich auch in diesem Video befolgt habe. Bratet den Tofu auf jeden Fall von allen Seiten kräftig an. Dadurch wird er A, knusprig und B, kriegt er ein paar Röstaromen. Und der Punkt Nummer 2 ist, nehmt eine Soße dazu, die einen wirklich kräftigen, intensiven Geschmack hat. Ich habe in meinem Fall so eine Art scharfe Teriyaki-Soße genommen. Ihr könnt natürlich nehmen, was euch gefällt. Allerdings würde ich empfehlen, irgendwas würzig-kräftiges. Jetzt ist es soweit. Ich probiere mal, wie es jetzt schmeckt. Richtig lecker, richtig voller Geschmack. Es ist relativ wenig Tofu drin, ihr seht es ja hier. Wenn euch das besser schmeckt, nehmt ein bisschen größeres Stück. Mir gefallen allerdings diese kleineren Stücke auch ganz gut. Warum? Die haben eine ziemlich große Oberfläche. An der großen Oberfläche haben wir viele Röstaromen. Da kam viel Soße dran. Schmeckt richtig klasse, finde ich. Der Tofu an sich hat einen relativ milden Geschmack. Mit dieser kräftigen Soße wirklich toll. Und auch von der Konsistenz. Es schmeckt wirklich lecker. Erinnert ein ganz kleines bisschen an gebratenes Fleisch. Ich denke, den Unterschied erkennt man aber im Normalfall. Nichtsdestotrotz, wirklich lecker, knusprig außen und relativ saftig noch innen drin. Eine wirklich, wirklich schöne Alternative. Wenn ihr das Rezept so oder vielleicht auch so ähnlich mit vielleicht einer abgewandelten Soße mal nachkochen möchtet, dann schreibt mir sehr gerne, wie es euch geschmeckt hat. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich sehr. Die ganzen Zutaten, die ihr benötigt, mit den Mengenangaben wie immer auf sushi-liebhaber.de verlinkt. Der Link ist unten in der Infobox und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.